Ex-FPÖ- und BZÖ-Politiker Peter Westenthaler zieht für die FPÖ in den ORF-Stiftungsrat ein. Der bisherige ORF-FPÖ-Stiftungsrat Niki Haas legte sein ORF-Stiftungsratsmandat zurück. Als Grund für den Rückzug werden berufliche Gründe angeführt. Das Gremium ist für Peter Westenthaler kein Neuland. Er saß bereits ab 1999 im damaligen ORF-Kuratorium. Der Angriff auf den ORF und der Kampf gegen die Haushaltsabgabe für alle sind zentrale Inhalte des anlaufenden FPÖ-Wahlkampfs. Westenthaler sei nicht nur eine freiheitliche Stimme im ORF-Stiftungsrat, sondern auch eine Stimme im Sinne der Bevölkerung, zeigte sich FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker überzeugt. Er nutzte die Gelegenheit erneut, um darauf hinzuweisen, dass die FPÖ in Regierungsverantwortung den ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe abschaffen würde. Westenthaler war Clubobmann der FPÖ in der schwarz-blauen Regierung Wolfgang Schüssels. Er war harter und wortgewaltiger Generalsekretär der FPÖ, später BZÖ-Chef und Clubobmann. Und er war als Oberintervenierer im ORF bekannt. Nun kehrt er ausgerechnet dorthin politisch zurück. Im März 2018 stand der 56-Jährige wegen Untreue, wegen einer verdeckten 300.000-Euro-Spende der Lotterien im Wahljahr 2006 vor Gericht. Er wurde zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Der Stiftungsrat bestellt alle 5 Jahre den ORF-Generaldirektor und kurze Zeit später auf dessen Vorschlag höchstens 4 Direktoren und 9 Landesdirektoren. Die Gremienmitglieder genehmigen Finanz- und Stellenpläne sowie weitere wesentliche Unternehmensentscheidungen. Der Stiftungsrat beschließt auch Erhöhungen des ORF-Beitrags und jedes Jahr den Jahresabschluss und das Programmschema des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders. Die ORF-Gremien und damit auch der Stiftungsrat müssen einer Gesetzesnovelle unterzogen werden. Der Verfassungsgerichtshof hielt im Vorjahr in einem Erkenntnis fest, dass die Zusammensetzung von ORF-Stiftungsrat und Publikumsrat teilweise verfassungswidrig ist. Die Regierung hat bis März 2025 Zeit, eine Gremienreform durchzuführen und so Verstöße gegen das Unabhängigkeits- und Pluralismusgebot, die vor allem durch einen zu großen Einfluss der Regierung entstehen, auszubügeln.